Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Warum? Keine Ahnung. Warum? Ich guck mal, vielleicht finde ich den ja. Ich schieb dir gleich einen. Kommst du eigentlich jetzt mal knacken? Deswegen, was auch noch willst du nicht? Das hast du mir eben gesagt. Na gut, ich komme. Erscheine, komm, ist eine Gefühlssache. Ja. Schläfst auch mit Schwert? Ja, klar. Ich guck mal, ob ich den finde. Ja, ich will nicht poppen heute. Hab schon. Ich finde. Penis. Also, wir haben noch genau 6 Minuten für die Aufnahme. Ja. Tut mir leid, wenn ich gerade hier rumstehe, aber ich suche gerade den Witz bei Facebook. Wo ist der Witz? Ja, wo ist der Witz? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ist dir mal aufgefallen, dass wir hier diesen Balkon gebaut haben und absolut keinen Plan haben, wofür wir den brauchen? Jo. Wir sind wahre Helden. Wahre Gamer. Genauso habe ich keinen Plan, was wir mit dem machen sollen. Ich auch nicht. Da, mach. Komm. Da, wir. Halt, auf dem. Und da. 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 Mal. Okay, anscheinend finde ich den jetzt nicht. Okay, ich finde den nicht, tut mir leid. Komm. Ich weiß, dass du normal reden kannst. Nein, kann ich nicht, weil ich... Ja. Uh-huh. Ist logisch. Das hast du es. Ich hatte einfach mal gerade voll keinen Bock, Mikro zu muten. Oh. Ne? Nope. Läuft bei dir, ne? Ich schwör, Alter. Ich schwör auf Murat, Alter. Oh. Sorry, nicht so laut sagen. Entschuldige für alle, die an wen auch immer Murat heißen oder keine Ahnung was. Definitiv. Weißt du, was ich richtig lustig finde? Ich bin ja auf Facebook in so einer Gruppe, die mit Gronkh und Sarazar zu tun hat. Ne? Und da kommt jetzt alle 5 Minuten postet da jemand. Boah, mir hat Sergeant Rumpel geantwortet. Voll cool, ey. Ja. Ich habe hier unten dabei geschrieben. Also, Leute, langsam nervt's. Echt ohne Witz. Irgendwann antwortet der nicht mehr, wenn ihr das jedes Mal hier postet. Hä? Ja, man kann dem ja schreiben und der versucht auf jeden Fall jedem zu antworten. Mhm. Wenn er kann. So, aber... Ach, scheiße, das hab ich nichts gemacht. Wir haben von diesen Hohen schon welche. Ich weiß. Mhm. Aber die posten das wirklich alle 2 Minuten. Ist da irgendwie jemand anders, der dann postet... Oh, mir hat Sergeant Rumpel geantwortet. Voll cool, ey. Da denke ich mir auch nur, boah, seid ihr... Das ist nicht normal, ey. So, Lille. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Aufnahme aus unserem Baum. Ne? Weißt du, was ich dazu ist einfach nur sagen würde, jetzt aus meiner Sicht? Nee. Boah, mir hat Sergeant Rumpel geantwortet. Ja, schön, ich habe mit Revi Insight gelabert. Ich habe mit Tuttle von hier, Tuttle gelabert. Na und, ich habe Dena an mir vorbeirennen sehen. Toll. Echt, jetzt hast du echt schon? Oh, cool. Ja, Julian, der war ja auch mal mit in der Aufnahme. Wir waren Abo-Treffen in Köln. Mhm. Übrigens, vielleicht blende ich auch mal so ein paar Bilder ein, aber nicht wundern, Leute, ich habe ultras die rote Nase, weil ich war krank und es war saumäßig kalt. Mal gucken, ob ich welche einblende. Und ich habe Felix Höltke,
von Nudoclips. Ah. Könnt jetzt eigentlich mal nach. Oh, warte, ich guck einfach mal schnell nach. Überziehen wir. Ja, kommen wir erstmal hoch. Warte, dann überziehen wir ein bisschen. Muss ja eh noch was machen. So. Fotos. Also ich bin jetzt gerade auf Facebook am gucken, weil ich die gerade nicht auf der Festplatte habe. Alben. Wo ist es? Abo-Treffen in Köln vom 19.11.2013. So, CB Alive. Kennst du Clemens Alive? Nee, kenn ich nicht. Na gut, den. Dann hier den Felix Höltke. Dann Maxim Neuss. Izzy. Mhm. Rotpilz. Paddel. Cool. Trending Robin. Vielleicht sagt ihr das was, vielleicht auch nicht. Mhm. Flo Vlogged. Den hatten wir noch. Revi Inside, hab ich ja schon gesagt. Ja. Der Trommler von Waititi. Julian hatte auf seinen Arm stehen einen Penis und dann Lizardman. So, dann haben wir noch gelabert, habe ich, oder wir mit Rotpilz haben noch ein bisschen gelabert. Julian ging so zu dem, kann ich ein Autogramm auf meiner Eichel haben? Voll geil. Der ist eiskalt, ja klar, komm her. Voll geil. Wenn nochmal irgendwo Abo-Treffen ist oder so, müssen wir mal hingehen. Dann Taddle. Da ist die Sache, und zwar, der wurde volle Kanne eingequetscht von allen Leuten. Und Julian und ich standen halt da und dachten so, wollen wir dem mal helfen oder so? So, hatten dann auch die Fotos gemacht, da hat nebenbei übrigens einer versucht, an meinen Arsch zu grapschen. Fand ich auch, fand ich sehr reizend von dem Typen. Und da haben wir dann uns mal breit gemacht, also wir haben uns dann wirklich so vor Tunnel gestellt. Und hat uns da richtig breit gemacht und der so, danke, da hat er ja wieder Platz. War auch ultra geil. Dann haben wir noch mit Revi gelabert. Ich habe die letzte Autogrammkarte, also Autogrammkarte habe ich von Maxim Neuss eine und von Revi. Ja. Ich habe die letzte von Revi bekommen, der dabei hatte. mit wem haben wir noch gelabert? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann komm mal hoch. Ich hab da eine Überraschung für dich. Jo, ich komme jetzt gleich. Du erscheinst. Ja. Leute, ich hab hier noch Pizza liegen. Pizza, la 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 la. Ich liebe Pizza wie alles, ja. Warum singe ich so eine Scheiße? Scheiße. Ich habe keine Ahnung, doch ich singe. Pizza, ich liebe sie. Pizza, wer mag sie nicht? Pizza, sie ist sehr lecker. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, mit der, wo du geredet hast? Dass wir hier hinten an unserem Wald das Stück mal weiter ausheben müssten. Wir sind zu viel andere Dinge am machen, dabei müssen wir hier die Erde noch klatschen. Ach ja. Oh, ich schau. Da war ja was. Das sieht mit der Brücke von hier oben gar nicht mal so scheiße aus. Boah, wie geil das aussieht auf dem Abschlussbaum. Hätte ich jetzt Optifine drin. Ja. Wie findest du eigentlich hier unten die Farm? Gut, ja. Hier sieht echt gut was. So, ich brauch nur mal. Kann man wirklich... Warte, ich brauch nur mal kurz bauen, Mehl. Warum lass doch so? Nein, ich brauch mal kurz bauen, Mehl. Und dann komme ich direkt zu dir hoch. Ja, dann komm mal. Dann werden nicht reichen. Aber erscheinen reicht auch. Ja. So, 33 Bonn-Mehl. Aber warte mal, heute ist Dienstag, ne? Dienstag, yep. Freitag, ja, okay, habe ich ja noch Zeit. Hä? Worum geht's? Ja, ich müsste einen Let's Play auch noch aufnehmen. Was denn? Formel 1, noch 2 Folgen, dann bin ich durch. Ach, cool. Diese Woche, nächste. Cool. Ja, ach,
Apropos, fällt mir gerade ein, Leute, ihr habt es ja schon gesehen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie gefällt euch das MW3, dass das jetzt läuft. Hast du schon hochgeladen? Wie gefällt euch das? Ja klar, hab ich schon hochgeladen. Schon geschnitten. Ist schon fertig. Ups. Kommt ja heute. Oder ist ja seit heute. Echt? Jo. Oh, gut zu wissen. Seit heute 16 Uhr. Oh. Das wusstest du, ne? Mhm. Ja. Ja, läuft. Also ich glaube, Minecraft schneide ich dann morgen. Ich werde das auch morgen schneiden. Das kommt ja dann übermorgen. Also obwohl, zumindest dann die ersten paar Folgen. Ich übermorgen schneide. Schneid lieber morgen. Vergesse ich eh, oder? Das vergiss es so, nämlich, genau. Wahrscheinlich so 14.13 Uhr kommt das Video. Sag mal, Robin, wann kommt nochmal Minecraft? Halbe Stunde, warum? Was? Ja, eine halbe Stunde wird es eh nicht schaffen. Doch. Echt? Mhm. Halbe Stunde rendern, hochladen und so. Boah, ja. Da muss aber krasses Internet. Schneiden brauche ich nicht viel. Wir wollten eh, also für ein 15-Minuten-Video, also ich sag mal, für ein Gigabyte brauche ich... Oh nein! Boah. Oh, oh, oh. Gut, dass die Dinger da hängen. Oha. Alter, ey. Du würdest es aber auch ohne, glaube ich, überleben. Nein. Wow, wow, wow. Hallo. Komm nochmal kurz zu dir hoch. Wir scheinen es zu dir hoch. Sehr freundlich. Wie lange nehmen wir auf? Oh, schon überzogen. Warum haben wir überzogen? Ah, fuck. Ich mich jetzt gerade erschreckt. Ah, ah, ich wollte mich am Auge kratzen, hab vergessen, dass ich was am Auge hab. Oh. Au. Also er hat jetzt Schmerzen, er hat keinen Orgasmus. Mhm. Nur mal klarzustellen. Ja. Warte. Meine Folge. Ja, red einfach schon mal. Das heißt, ich hab ja so eine doch ganz gut aussehende Brücke gebaut. Ja. Und wir waren wieder auf Wanderschaft, neues Gebiet entdecken dort hinten hinter dem Boot. Kann man jetzt nicht auch sehen. Einige schöne Sachen schon gefunden. Und neue Sachen in 1.8, die dazugekommen sind, neue Steine. Sind nicht sehr cool, kann man mit Sicherheit gut mit bauen, sag ich mal so. Sieht bestimmt interessant aus. Und ja. Red einfach weiter. Das war's so von meiner Seite. Was jetzt noch gemacht werden muss, ja, ihr seht hier hinter dem Lagerhaus vielleicht die Erde, die muss noch gemacht werden, muss alles abgeklatscht werden, so wie es da jetzt ist, so mit diesen Art Treppenstufen, das wird noch gemacht, mhm. Über die ganze Breite bis zu dem See und bis hier zum Wald. Und dann darf Rand, das ganze Holz noch abgeholzt werden. Das ganze Holz hier muss abgeholzt werden, wobei ich ja immer noch für die Idee bin, dass wir das abfackeln. Ich wäre dafür, wenn wir kein Holz haben, dass wir dann nicht auf Wanderschaft gehen, sondern einfach ein, zwei... Bäume hiervon abschlagen, dass sie nicht alles in einer Tour machen. Ja, okay, gut. Wir müssen ja sowieso irgendwie wieder eine neue Baumfarm bauen. Fällt mir gerade mal so auf, ne? Alter, Robin, hast du mir nicht zugehört gerade? Ja, doch, klar. Außerdem, guck mal, wir wollen... Nee, das sage ich jetzt noch nicht. Ich sag nur, dass statt hier hinten hinter meinem Kopf diese Brücke da, kommt was Unterirdisches. Da haben wir Land. Und dann, wenn du mal hinter das Boot gucken würdest, da haben wir auch Land. Ja, richtig, richtig. Ja. Also. Ja, ich lasse mir da noch was Schönes einfallen. Vielleicht mache ich eine Unterwasserlinie am Boot vorbei, nach da hinten zu dem anderen Land und nach da einen riesen Baumfarm oder was weiß ich. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Ja. Das seht ihr dann in der nächsten 200 Folgen, die dann folgen. Mhm. Ah, der war gut. 200 Folgen, die dann folgen. Warte. Ja, das war's so. Moment, ich bin noch fett dran. ja. Das war's so von mir. Jetzt darfst du. Gut. Also, kurze Info, und zwar hat Chrom sich den Spaß erlaubt bei The Forest Folge 99,1. Müsst ihr mal gucken, ich glaube The Forest war's, hat jetzt den Spaß erlaubt, ich fand's saugeil. Mal gucken, wie wir es machen werden bei der 1000. Folge, wenn es die geben wird, aber ich glaube schon irgendwie daran. Irgendwann bestimmt, dann hängen wir hier mit 95 Jahren und dann sagen wir, nein, wenn du logisch rechnest, wir kommen bei einem neuen Video. Überleg mal jetzt, wir haben 100 Folgen in einem Jahr geschafft. Da musst du nur rechnen, wie lange wir für die 1000 brauchen. 9 Jahre noch. Genau. 9. Wie ja, lange es sei denn, wir... 4. Ja. Oder 3? Es sei denn, wir hauen noch mehr Folgen raus. Aber das
Sehen wir ja dann. Ich echt einen reinen Minecraft-Channel, kommt nur noch Minecraft. Immer dasselbe, jeden Tag. Jeden Tag 2 Folgen Minecraft, eine Folge Hexit, eine Folge Together. Genau. Naja, wie auch immer, das war's so von mir, von unserer Aufnahme. Gut, dann laber ich noch. Man sieht sich beim nächsten Mal. Hallo, warte. Ich bin raus. Warte, nicht. Ich bin raus, nee. Du bist jetzt dran. Achso, aber du nimmst noch auf. Ja, sicher. Also Leute, ihr müsst verstehen, wir haben immer so leichte Kommunikationsschwierigkeiten. Stimmt wohl, ja. Ja, vielleicht hat er das nicht vielleicht hat er es gespeichert, was wir vor der Aufnahme für eine Scheiße gemacht haben, aber okay. Ja, ich habe das erste Hühnchen in die Farm gepflanzt. Hab ein bisschen Wanderschaft gemacht. Und eigentlich nur ein bisschen rumgechillt und rumgegammelt. Weil momentan, wenn ich mir an Anfang überlege, haben wir noch das Haus gebaut und alles Mögliche gebaut. Das ging dann recht fix und so. Und jetzt hat man schon alles. Es fällt einem weniger ein. Man muss echt überlegen, ein bisschen noch optimieren. Und es wird mit der Zeit irgendwie alles ein bisschen schwerer, oder Robin? Das ist wohl wahr, da gebe ich dir recht, ja. Das ist wohl wahr. Es fällt nicht viel ein, das ist die Sache. Vor allen Dingen, wenn man was macht, fällt das nicht so krass auf. Jetzt zum Beispiel. Doch. Ne, finde ich jetzt. Ich habe eine Idee. Ja, gleich. Aber die sag ich dir gleich. Wenn man zum Beispiel hier hinten das Haus sieht, wenn man sich mal überlegt, ja, das ist alles weg. Keine Farm, keine Hühner, kein Haus, kein Lagerhaus, hier da hinten das Wurzel da nicht. Alles weg und es steht ja nur ein Haus. Das wird sowas von auffallen. Und jetzt, das ist halt da. Das Haus hat ja wie lange hast du gebraucht? Eine Folge? Zwei? Das Strandhaus? Ja, 2 Folgen. Ja, 2 Folgen. Wir hatten relativ viele Materialien, aber konnten ein super Haus bauen. Wie wäre es gewesen, wenn wir hier das Haus neu bauen? Ja? Oha. Also, alles so Sachen. Man hat alles viel schneller fertig und so. Und man muss echt überlegen, was man jetzt macht. Ich habe komplett überzogen. Allein vom Abschluss könnte man schon eine neue Folge machen. Standard. Egal, auf jeden Fall. Ja. Da wollte ich ja gleich sagen. Raus. Hier genau. Sehen. Mal gucken, vielleicht machen wir mal ein Update, was alles neu kommt. Mal gucken. Ja, und hau da rein. Tschüss. Ciao.